Guten Tag, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung heute so zahlreich gefolgt sind. Herr Bundesminister wird die heutigen Exekutivmaßnahmen gleich für Sie einordnen und im Anschluss daran für Fragen zur Verfügung stellen. Herr Minister? Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts mit dem Bundeskriminalamt finden seit heute Morgen Exekutivmaßnahmen in mehreren Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in Norddeutschland statt. Drei Personen wurden festgenommen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Nach bisherigem Kenntnisstand weisen die Ermittlungen des BKA auf Bezüge hin zu den Attentätern von Paris im November 2015. Alle drei Personen haben die Balkanroute für ihre Einreise nach Deutschland genutzt. Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht. Sehr wohl aber den Verdacht, dass die Festgenommenen im Auftrag des sogenannten Islamischen Staats im November 2015 nach Deutschland gekommen sind. Sie sollten sich möglicherweise für Anweisungen des Islamischen Staates in Deutschland bereithalten. Es könnte sich insoweit also um eine Schläferzelle gehandelt haben. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck weitergeführt. Durchsuchungen, Zeugenvernehmungen und die Auswertung der beschlagnahmten Handys und sonstiger Kommunikationsmittel wird dann zu weiteren Ergebnissen führen. Die Sicherheitsbehörden wollten mit der heutigen Festnahme denkbare Gefahren abwenden, die von den drei Festgenommenen hätten ausgehen können. Die Maßnahmen zeigen, die Sicherheitsbehörden sind wachsam und handeln entschlossen. Es gab in den vergangenen Monaten schon einige polizeiliche Zugriffe. Hier wurde jeweils weit im Vorfeld agiert, um Anschlagsplanungen und jedwede Vorbereitungshandlungen frühzeitig abzubrechen. Im heutigen Fall haben die Ermittlungsbehörden in außerordentlicher Weise über Monate hervorragende polizeiliche und nachrichtendienstliche Arbeit geleistet. Dieser Einsatz hat im Übrigen enorm viele Kräfte gebunden. Das wird auch für die weiteren Ermittlungen, etwa die ganzen Auswertungen, gelten. Hierfür danke ich allen Beteiligten ausdrücklich. Die Sicherheitsbehörden gehen allen Verdachtsmomenten und allen Hinweisen aus dem In- und auch aus dem Ausland nach, ebenso umgehend wie sorgfältig. Wenn an einem Hinweis irgendetwas dran ist oder sein könnte, gehen Sie konsequent gegen terroristische Bestrebungen und Strukturen vor. Die Sicherheitslage in Deutschland ist nach wie vor unverändert ernst. Die Gefahrenlage hält an. Die Sicherheitsbehörden haben Einzeltäter im Blick. Es gibt Einzeltäter, die sind ferngesteuert. Andere handeln eigeninitiativ. Sie fühlen sich vielleicht inspiriert durch terroristische Strukturen außerhalb Deutschlands. Es gibt auch Rückreisende aus Krisengebieten, die mit Kampferfahrung nach Deutschland kommen. Die Behörden haben auch mögliche Netzwerke im Blick, deren Bekanntschaft aus gemeinsamen Auslandsaufenthalten resultieren. Und Gefahr geht auch nach wie vor von sogenannten Hit-Teams aus. Wir sprechen hier von aus dem Ausland konspirativ nach Europa eingeschleuste Personengruppen. Alle diese Personen und Gruppen sind Gegenstand intensiver Arbeit der Sicherheitsbehörden, soweit irgendetwas von ihnen bekannt ist. Es ist falsch, Flüchtlinge generell unter Verdacht zu stellen. Die Sicherheitsbehörden haben aber immer wieder Hinweise, dass auch unter den Flüchtlingen einzelne potenzielle Terroristen oder Sympathisanten von Terrorismus sein könnten. Die Behörden gehen hier jedem Hinweis sehr sorgfältig und schnell nach. Die meisten von ihnen haben sich nicht bewahrheitet. Wir sprechen aktuell von etwa 60 Ermittlungsverfahren und das bei vielen hunderttausend neu angekommenen Menschen. Die Maßnahmen von heute zeigen, der Staat handelt, um Gefahren von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland abzuwenden. Und das entschlossen. Danke. Fragen bitte.
mit Mikro. Florian Neuhan vom ZDF, Herr Minister, Sie sprachen von Bezügen zu den Attentätern von Paris. Können Sie das näher ausführen? Und die zweite Frage, es ist ja relativ viel Zeit vergangen zwischen November 2015, der Einreise und dem Zugriff. Haben Sie eine Erklärung, warum da in der Zwischenzeit nichts geschehen ist, warum auch die Beschuldigten nichts unternommen haben? Was ist da Ihre Vermutung? Zur ersten Frage, es spricht alles dafür, dass dieselbe Schlepperorganisation wie bei den Attentätern von Paris auch diese drei Festgenommenen nach Deutschland gebracht hat. Und zweitens spricht alles dafür, dass die Reisedokumente aus der gleichen Werkstatt in der entsprechenden Region stammen. Weiteres werden sicher Ermittlungsergebnisse zeigen. Zur zweiten Frage. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, wann es solche Hinweise an die deutschen Sicherheitsbehörden gegeben hat, jedenfalls schon längere Zeit. Ich will aber unterstreichen, dass die Ermittlungen über Monate andauern und dass während dieser Ermittlungen die Personen in einem großen Umfang persönlich observiert wurden. Es gab Telekommunikationsüberwachungen, sodass zu keinem Zeitpunkt von diesen drei Personen eine Gefahr ausging. Es musste nur der richtige Zeitpunkt ermittelt werden, damit auch ein Haftbefehl trägt. Herr Lohse, bitte. Herr Minister, danke, Herr Minister. Was ist denn bekannt über die Registrierung oder ist überhaupt etwas bekannt über die Registrierung? Es hieß ja, glaube ich, in der Mitteilung des Generalbundesanwaltes, Türkei und Griechenland sei der Weg gewesen. Was weiß man? Sind Sie tatsächlich als Flüchtlinge gereist oder was können Sie uns sonst sagen? Sie erinnern sich, dass wir darüber berichtet haben, dass zwei der Attentäter von Paris sich selbst in die Luft gejagt haben vor dem Stadion in Paris. Und das waren Personen, die sich haben registrieren lassen, sogar interessanterweise mehrfach. Darüber haben wir auch berichtet. Sodass einiges dafür spricht, dass der sogenannte Islamische Staat es darauf anlegt oder angelegt hat, unter die Flüchtlinge auch solche Personen zu mischen, damit es zu Verunsicherung in Europa und Deutschland kommt. Angewiesen auf Flüchtlingsströme, um Menschen nach Europa zu bringen, ist der sogenannte Islamische Staat nicht. Die Registrierungsvorgänge dieser Personen im Einzelnen, darüber will ich jetzt keine Auskunft geben. Fragen Sie den Generalbundesanwalt und es werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Über die Schlepperorganisation sagen, also wie kommen Sie darauf, dass letztendlich das die gleiche Schlepperorganisation war? Da müsste es ja irgendwelche Erkenntnisse geben. Diese Erkenntnisse gibt es, auch das kann, wenn er das für geboten hält, der Generalbundesanwalt mitteilen. Das hängt zusammen mit Zeugenaussagen aus anderen Staaten und aus Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung. Herr Bewahne. In der Pressemitteilung ist die Rede von Syrern. Wenn Sie jetzt von Ausweisdokumenten sprechen, sind das Syrer oder ist die Identität Syrer? Also um welche Person handelt es sich? In dem Personaldokument steht Syrer. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Gibt es weitere Fragen? Frau Jacke? Hätte mir Sie eine Frage auch noch zu den Personalien. Wenn das stimmt, was in diesen Ausweisdokumenten drinsteht, dann waren zumindest zwei der drei minderjährig, als sie eingereist sind. Macht das für Sie auch irgendwie eine besondere Dimension aus, dass der IS möglicherweise das ausnutzt? Oder haben Sie Zweifel daran, dass die beiden so jung waren? Und die zweite Frage, dieser Bezug zu Paris, was sagt das für Sie über diese Dimension der Gefahr weiterer Vernetzungen innerhalb Europas, weiterer Querverbindungen, die es möglicherweise gibt und dann eben weiterer Risiken für die Sicherheit? Zur ersten Frage, ob die jetzt minderjährig waren oder nicht, ist im Blick auf Gefahrenabwehr völlig gleichgültig. Und ob sie tatsächlich minderjährig sind, ist in dem Alter, um das es geht, auch immer so eine Frage, die sich nicht so eindeutig klären lässt. Die Bezüge nach Frankreich sind natürlich etwas, was die Sicherheitsbehörden
seit Monaten in besonderer Weise beschäftigt hat. Und das macht auch die besondere Ermittlungsarbeit dieses Falles aus. Und es wird jetzt weiter aufzuklären sein, ob sich noch weitere Verbindungen zu weiteren Personen und weitere Netzwerke ergeben. Das wird sich herausstellen. Aber das zeigt, dass der sogenannte Islamische Staat nicht nur Frankreich oder nur Deutschland oder Italien oder Belgien oder Großbritannien oder in den Blick nimmt, sondern den Westen, sodass es einen gemeinsamen Bedrohungsraum gibt, gemeinsame Interessen, diese Bedrohung abzuwenden und das Erfordernis guter Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, übrigens auch über den Atlantik hinaus. Herr Minister, wenn Sie von der gleichen Werkstatt sprechen, aus der die Pässe kommen, welche konkreteren Hinweise können Sie dann über die Drahtzieher da möglicherweise auch rückschließen? Dazu möchte ich jetzt nichts öffentlich sagen. Haben Sie weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen nochmals.